Sein Ball muss natürlich ankommen. Sonst macht man aus seiner leichten Torgelegenheit eine leichte Torgelegenheit für die Gegner. Klittermann kommt zu spät gegen Harms. Dann außen freigespielt. Und die SG-Abwehr steht wieder, wollte ich sagen. Aber dann setzt er sich durch, doch durch, der Philipp Mint. Zum 19 zu 18. Ja, Freiburg für die SG. Und Klütermann mit der Möglichkeit und der war vorbei. Und jetzt die Chance hier zum Ausgleich wieder für Empor Rostock. Schrittfehler. Und wieder nach dem Pfiff geworfen. Und Robert Schneidewind mit dem Treffer für die SG Banskulice, nachdem Philipp Minter ausgerutscht ist und nicht mehr eingreifen konnte. 21 zu 18. Lars Klütermann umgehauen. Aber es ist ein harter Handballer, der steht auch wieder auf. Und nach einem kurzen Wischen geht es dann weiter. Schönes Kreisanspiel. Und da kommt es zu spät, hat einer die Hand drin und jetzt gibt es noch Gelb gegen Robert Schneidewind. Und jetzt 7 Meter für Empor Rostock, Benny Holz. Und Christian Langer geht ins Tor jetzt für diesen 7 Meter, klatscht ihn mit den Pfosten ab. So wie mit zwei Mitspielern, meine Freunde und zusammen. Halt mit diesem Ball, so zumindest das Ziel. Benny Holz. Schaltet an Christian Lange. Den hat er fantastisch gehalten. Und er heizt das Publikum hier auf. Er freut sich und da kann er sich freuen. Also neben der Spannung in diesem Spiel können wir festhalten, wir haben hier bisher drei hervorragende Torhüter gesehen. Zwei auf der einen Seite mit Mike Stenzel und Christian Lange mit dem 7 Meter eben auf Banskulitzer Seite, aber auch Johnny Hagen bisher mit einer hervorragenden Partie. Es wird gestellt da für Lars Klütermann. Steigt hoch in das Tor und er erwischt den Torwart auf dem Falschfuß. Jetzt ist es 21:18. Elfter Treffer durch Lars Lüdermann. Die erste 3-Tore-Führung für die SG in diesem Spiel. Und die SG in Form von Christian Bach holt sich diesen Ball. Und jetzt machen die Zuschauer hier auch ordentlich Alarm.
wieder gestellt für Klütermann und er legt ihn raus auf Scheidewind. Kein Winkel für ihn zu gehen, das Abspiel. Und gut festgemacht von Kusinski. Und zeigt Strauß glatt an, er soll rauskommen. Jetzt gibt es den 7 Meter ausgeholt von Henrik Strauß. Aber das war so nicht abgesprochen, wie mir scheint. Und sollte Robert Scheidewind wohl einlaufen. Und Lars Klütermann jetzt beim 6-7 Meter und erneut kann Johnny Hagen halten. Und er klatscht nicht ganz zu Unrecht auch Lars Klütermann. Da steht ein klasse Torhüter zwischen dem Pfosten des HC Empor Rostock. Und Harms scheitert dann. Mike Stenzel bekommt den Freiwurf. Und das Tor von Martin Kusinski. Sein fünfter Treffer in diesem Spiel. Trocken und humorlos zum 21:19. Wo Spieler der SG im Kreis gestanden? Innerhalb des gestrichelten Kreises, muss man dazu sagen. Das ist nicht erlaubt beim Freiwurf. Dann rutscht Christian Bach aus und der Kontermöglichkeit für Rostock. Und der Treffer von Hans Schult. Oh, Mike Stenzel war am Ball dran, aber er konnte ihn nicht halten. Ja, es wird gewischt, genau da, wo Christian Bach eben ausgerutscht ist, um genau das zu verhindern. ...21:20. Spricht der Kapitän Christian Klatt nochmal mit Christian Bach. Motivieren, dass es weitergeht. So einen Ball kann man mal verlieren. Passives Spiel angezeigt. Klütermann und er kriegt den Schlag ins Gesicht. Und es wird abgepfiffen. Und jetzt gibt es 2 Minuten. Auf der anderen Seite, die hat man es gesehen. Hans Schult für den Schlag. Ins Gesicht, er entschuldigt sich. Muss es dann, okay. Aber dann muss es auch. Und jetzt gibt es trotzdem Freiwurf für Rostock. Also das kann ich jetzt nicht verstehen. Und bei mir ist jetzt Roberto ist mit dazu geeilt. Du hast schon richtig was verpasst, aber kurz, bevor ich dich kurz aufkläre, Bericht kurz, wie hast du gespielt? Also ich habe meinen Frauen unverdient mit einem Tor gewonnen, mit einem direkten Freiwurf in der letzten Minute und daher ein bisschen glücklich. Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt über den Spielstand hier und natürlich auch über die Personaldecke, die hier von Bansko aufgefahren wird. Ich kann dich gleich noch ein bisschen mehr schocken. Bansko hat zur Halbzeit 13:14 hinten gelegen in der letzten Sekunde. Dann ein Wurf und dann gab es Rot gegen Marco Ohm plus Tor für Rostock, was nach Meinung von 90% der Halle nach dem Pfiff war. Also hier war schon richtig was los und auch hier eben ein Schlag gegen Lars Klütermann eben mit 2 Minuten geahndet. Trotzdem gibt es Freiwurf für Rostock. Nach meinem Empfinden konnte ich das nicht verstehen, auch viele Würfe nach dem Pfiff. Die Schiedsrichterinnen haben das hier leider nicht mehr unter Kontrolle, das Spiel. Und wer das Spiel aber unter Kontrolle hat, Lars Klütermann mit seinem 12. Treffer bereits. 22:20. Ja, auf so eine Leute kommt es natürlich jetzt an, ne, dass ein Lars Klütermann jetzt den Kopf auf die Schultern trägt und das Ganze hier ein bisschen zieht.
weil ich sag mal wirklich etatmäßige Leute sehe ich hier recht wenige, muss ich jetzt echt mal schmunzeln. Ja, man könnte es da zusammenfassen, jetzt Auszeit genommen auf Seite des HC Empor Rostock. Es fehlt Shooter Daniel Wach, rückenverletzt, es fehlt Henrik Zapp, wir haben es angesprochen, du fehlst, der SG natürlich auch und auch Marius Seider fehlt, der SG, und da ist einiges Dünnes an Personaldecke. Dann noch die rote Karte gegen Marco Ohm. Guido noch dazu. Guido Kröger fehlt auch noch. Und dann steht selbst der Trainer mit auf der Spielerliste. Ja, das ist das, was Bürger vermeiden wollte. Irgendwann nochmal das Trikot und die Hose anzuziehen, aber besser diese Variante als gar keine Variante mehr. Ja, man sieht, er hat die Hose auch an. Er hatte vorhin noch die schwarze an, nach der roten Karte jetzt auch die grüne. Also er wäre jederzeit einsatzbereit. Aber er hat mit Stefan Schult und Alex Kahn, mit denen er Angriff-Abwehrwechsel macht, noch eine Wechselvariante. Ansonsten spielt die Mannschaft hier so durch. Man spielt wahrscheinlich am Limit. Ja, man spielt am Limit. Sie wird sehr gezogen von Lars Glütermann und auch Daniel Wach, Christian Wach, der seinen Bruder Daniel so ein bisschen ersetzen soll. Versucht ja einiges, auch wenn sein einziger Treffer in der ersten Minute fiel. Aber auch bei Rostock muss man sagen, erfolgreichster Schütze, Erik Hamm, oder nicht erfolgreichster Schütze, aber der das Spiel belebt als halber Schütze, auch schon mit 2 Minuten Strafen belegt. Ja, gerade das ist so eine Möglichkeit, wenn man das weiß, darauf hinzuarbeiten, dass man den eventuell mit einer roten Karte, mit einer dritten 2 Minuten Strafe vom Platz schickt. Ja, da fehlt dann halt vielleicht auch die Cleverness oder auch die Cleverness wiederum vom Spieler selber, der jetzt jeglichen Körperkontakt vermeidet und hofft, dass seine Nebenleute seine kleinen Outlet dann ausbügeln. Herr Koschinski jetzt mit dem Anschlusstreffer und Christian Bach. Und er scheitert erneut an dem starken Torhüter Johnny Hagen, der schon wahnsinnig viel rausgeholt hat. Und jetzt beklagt man Zeitspiel, der Ball ist kaputt und der zweite Ball, das muss man sagen, der liegt noch auf dem Dach. Also auf dem Dachbalken, und jetzt haben wir keinen Ersatzball mehr. Das war genau das, was eigentlich kommen musste in diesem Spiel. Eine Mal nach dem Lattenwurf von Erik Hamm ist auf der Querbalken gelandet. Der liegt da immer noch. Und jetzt hat man einen dritten Ball besorgt. Und jetzt gibt es große... Nee, man beschwert sich über, wo 6 Spieler auf dem Feld, obwohl Zeitstrafe für Rostock noch war. Ich nehme mal an, dass das... So zeigt man es zumindest an. Und Erik Hamm scheitert an Mike Stenzel. Ja, es sind ordentlich Emotionen in diesem Spiel. Und Lars Glütermann scheitert erneut. Auch der, trotz seiner 12 Tore, schon einige Mal am starken Rostocker Torhüter Johnny Hagen gescheitert hier. Clever. Sie doppeln Lars natürlich bei der Möglichkeit, wenn er werfen möchte. Das ist auch dieses Mittel, was ich gerade sagte. Die Nummer 2 muss aufpassen mit seiner 2-Minuten-Strafe. Hält sie da ganz gekonnt raus und lässt die Sauarbeit, die Drecksarbeit von anderen machen und steht trotzdem am Mann, sodass Lars da nicht durchsteigen kann und nicht zum Torerfolg kommt. Andererseits ist es natürlich auch ein erfolgreiches Mittel. Lars Gliedermann bindet 2 Männer und dann hast du natürlich irgendwo die Lücke. Ja, dazu muss natürlich auch der Wurfarm frei sein, um den Ball weiterspielen zu können. Das machen die Jungs hier von Rostock gar nicht so schlecht. Robert Schneidewind, schon 2-3 Mal erfolgreich heute, 3 Mal. Schlechter Winkel.